gekommen in Russland. Nächste Rennen, Karriere, erste Rennen nach dem gewonnenen WM-Titel. Das heißt, wir können uns jetzt darauf aufmachen, doch die Konstrukteurs-WM zu gewinnen und dann in die neue Saison irgendwann zu starten. Aber jetzt erstmal noch die letzten Rennen. Na, mal schauen. Das Ding in Singapur hätte man trotzdem noch gewinnen müssen, da bin ich trotzdem überzeugt, aber vergessen hat ja gereicht. Zumindest im Fahrer-WM-Titel. So. Natürlich gucken wir als erstes mal aufs Wetter. Trocken, Quali und Rennen. Sehr gut. So. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Gut, wir müssen ja trotzdem hinentwickeln im Hinblick auf die neue Saison. Ob wir das Team wechseln werden, aber das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt erstmal auf den Rest dieser Saison kümmern. Wir begrüßen Sie zu einem wundervollen Tag hier am Schwarzen Meer. Wir befinden uns in Sochi im Olympiapark auf der neuen Strecke und warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. Stefan Römer ist wie immer hier und wird uns durch den heutigen Tag begleiten. In den sozialen Netzwerken wird ja auch genau wie andernorts immer wieder über die Frage diskutiert, warum sind denn die neuen Formel-1-Autos so schnell, obwohl die Fahrzeuge ja eigentlich mehr wiegen als in der Vergangenheit. Erklär uns das doch bitte mal. Naja, da geht es in erster Linie um Grip. Der besteht aus zwei Komponenten. Erstens haben wir den sogenannten mechanischen Grip, also die Verbindung zwischen der Reifenoberfläche und dem Streckenbelag. Die Reifen sind, verglichen mit den vorhergehenden Jahren, heute wesentlich breiter und haben dadurch das Potenzial für mehr mechanischen Grip. Dann gibt es natürlich noch den Abtrieb, der das Auto durch die Luftströmung über ihm auf die Strecke presst, was für weiteren Grip sorgt. Diese Autos haben ungefähr 20% mehr Abtrieb, was mehr als genug ist, um das zusätzliche Gewicht auszugleichen. So. Moment, fahren wir so. Gucken wir aber auf Wetter mal im Training gucken. Alles trocken, wunderbar. Perfekt trocken das Rennwochenende. So, Russland. Holen wir mal ein Setup. Okay, here's something to remember about this circuit. Ignore turn one. It's flat out. As far as you're concerned, it doesn't really exist. You'll be traveling. So. Let's go. Gehen wir auf die schnelle Runde. So, 2-3 werden wir fahren. Weil das Rennen tatsächlich in Singapur tatsächlich sehr gut lief. Wäre diese Boxenstrategie nicht gewesen. Dann hätten wir das Ding sogar gewonnen. Aber wie gesagt, scheiß drauf.
Neuer Lauf hier in Russland. Da wollen wir natürlich gehen, weil es halt immer noch um die Konstrukteurswärme geht. Beste, bester Vettel als 40-2. Auf Gelb. Ich habe nichts, auch ist Japan. Dann. Nur eine Strecke, die mir persönlich nicht so liegt. Ähnlich wie USA, dann ein bisschen später. Ein 36-8, die beste Zeit. Da vorne ist ein Renault jetzt raus. Also 3-4 Runden werden wir auf jeden Fall fahren. Pro Training, wohlgemerkt. Die Reifenbenutzung ist hier nicht so gut, so stark wie bei manch anderen Strecken. Das Problem ist jetzt, der Renault ist vor uns. Der uns jetzt tatsächlich ein bisschen... Oh, jetzt zieht er aber rüber. Da wollte ich mich auch vorbei, an der linken Seite. Das wird wahrscheinlich ein 6-30-4-5, sowas. Alles gut. Das Sektor haben wir schon mal violett. Gucken, was im zweiten jetzt bringt. Grün, die ist nicht ganz so schnell. Quersteher, da haben wir es dann am Ende doch noch verkackt, eine neue Runde zu fahren. Weil letzte Runde zu fahren, Hamilton jetzt mittlerweile Zweiter. Ich darf ja nächste Saison nicht mit der 1 auf dem Auto fahren. Gucken aber, wo es hingeht. Die dritte Saison werden wir auf jeden Fall noch fahren. Momentan 0,7 plus noch. Die Runde fahren wir auch noch zu Ende.
Na, reicht das noch, um eine neue Bestzeit zu fahren? Minimal, aber ja. So. Our best lap so far is a 1:36.4. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, die erste Zeit haben wir schon mal gesetzt. So, dann geht's weiter mit Training 2. Dann gehen wir ebenfalls wieder auf Gelb, weil die brauchen wir auch im Rennen. Und der letzte Training testen wir ja die roten. Du bist halt bei 36,46. Da gucken wir mal, weil wir nochmal drunter zu kommen. Katzen. So. Katz hat wieder ihre fünf Minuten. So. Thank you.
36,4 und die kriege ich sogar auf Anhieb hin. Diesmal 5 Sekunden schneller als Williams da hinten. Der hätte nämlich immer als 41,5. So, let's kurven. Besser 36,1. Zumindest erste Zeit wieder violett. Das könnte 35er Zeit werden. Out of fuel. 35,9, mal gucken. Aber ich mit so einer Zeit, scheiße, schön liegen gelassen. Sekunde verloren im letzten Sektor. Letzter Versuch auf jeden Fall.
qualification program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Gut. Also fahren würden wir super. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hinweist, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Boah, Leclerc auf 18, Vettel auf 14, Ferrari ganz abgestürzt. Die werden keine große Gefahr werden für uns. Naja. Abwarten. Gut, dann gehen wir jetzt rein in die dritte. Ich wollte das Rot wechseln noch schnell. So, schnell zurück. So, Fliegenrunde, gib ihm. Können Sie riskieren, im Qualifying dann auf Medium zu gehen. Die Abstände sind gut. Und dann mit Rot die letzten Meter das Rennen zu fahren. Und damit dann nochmal zu pushen in den Sieg. Naja, mal gucken. Das hat man in 34-1. 6 durch 1. So, und der Torwart ist vor uns. Wir sollten hoffentlich ganz viel Platz machen.
35,1. Die Sekunde ist jetzt mit gelb. Ja, besser wird das definitiv nicht werden. Eieiei. Bisschen gerutscht. So, sowieso nicht. Oder zuvor ist ein Mercedes. Ja, schon klar. So. Letzte Runde des Trainings. Wir sind uns Hamilton vor uns. Sagte ich doch, Mercedes. So. Das haben wir, aber reicht nicht mehr besser zu setzen. Egal, wir sind vorne.
any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. Das ist zumindest von der Zeit her eine deutliche Ansage. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Weber und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Frieden. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Genau so ist es. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? So. Danke für den Kommentar. Jo. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder im Qualifying.